Du kannst mit Tomaten, Ringelblumen und auch Sellerie arbeiten, weil die halt andere Düfte absondern und die irritieren dann zum Beispiel den Kohlweißling, dass er halt jetzt hier die Kohlpflanze findet und dort die Eier ablegt. Dadurch müssen wir jetzt nicht unbedingt in die gnadenlose Erfahrung kommen, wenn mal die ganzen Kohlweißlingsraupen in wenigen Tagen den ganzen Kohl zerfressen.